Also ich habe mich sehr geärgert, muss ich sagen, über unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Tatsächlich, was macht denn dieser Mann, muss ich mich da fragen. Am Montag noch sagt er, er will die Corona-Quarantäne-Regelung freiwillig machen, dass man sich quasi eigenverantwortlich in Quarantäne begibt, wenn man infiziert ist. Und am Dienstag kommt ihm plötzlich spontan, irgendwie geht ihm ein Licht auf und er merkt, nein, halt, Moment, das sendet irgendwie ein falsches Signal. Und dann haut er nachts um 2.37 Uhr, das muss man sich mal vorstellen, haut er einen Tweet raus, wo er sagt, nee, ich habe mich geirrt, das ist falsch, das machen wir doch nicht, das wird er kassieren. Hat er ein paar Stunden vorher bei Markus Lanz auch schon gesagt, das konnte Markus Lanz ja augenscheinlich auch schon kaum fassen, was er da miterlebt. Das kann nicht wahr sein, ein Gesundheitsminister, der so sprunghaft agiert, ein Hin- und Her-Minister ist Karl Lauterbach mittlerweile geworden. Und er hat heute sogar ganz offen bei einer Pressekonferenz auch noch zugegeben, jawohl, er hat bei Twitter, auch bei Social Media Reaktionen bekommen, die ihn bewogen haben, dieses Verfahren wieder zu ändern, dass er selbst am Vortag eigentlich vorgeschlagen hatte, das geht nicht. Ein Hin- und Her-Minister ist eine Realsatire, dass er unter anderem aufgrund von Talkshow-Auftritten und aufgrund seiner Twitterei überhaupt Bundesminister geworden ist, dass der jetzt in einer Talkshow und bei Twitter dann eine solche Änderung irgendwie verkündet. Das kann doch nicht wahr sein, Karl Lauterbach. Das ist eines Bundesministers, muss ich leider sagen, unwürdig, ein solches Verhalten. Ja, da kann ich mich Ihnen nur anschließen. Der Karl Lauterbach ist ein schönes Beispiel, dass ein klassischer Besserwisser, wie wir alle als Kommentatoren sind, dann sich zum notorischen Schlechtermacher entwickelt. Ne? Das ist der Karl Lauterbach hatte eine Pleiten-, Pech- und Bannenserie, die europaweit, vielleicht von österreichischen Gesundheitsministern noch erreicht wird, aber ansonsten fällt mir niemand ein. Also der kleinste Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen ist ja mittlerweile ein Lauterbach. Also man muss einfach anfangen, wieder Leute, die nicht in jedes Mikrofon beißen, die vielleicht vorher mal nachdenken, bevor sie ein Interview machen, die nicht Talkshow-süchtig sind. Mir kommt ja vor, die Talkshows sind das Koks des Karl Lauterbach. Der braucht das für sein Ego, für seine Präsenz. Das sind diese kleinen Männer, die haben das oft nötig. Und die Frage, ach, so klein ist Herr Lauterbach gar nicht. Nee, so klein ich stand neben ihm da im Studio, da muss ich Herr Lauterbach jetzt mal Ehrenbeifülle nach 8. Das würde ich auch. Also so er ist nicht so klein, also er ist größer als ich. Ich bin auch groß. Ich weiß, ich bin natürlich gewaltig. Ne? Also von dem her, die Grundgeschichte ist natürlich diejenige, dass mir das Mikro runtergefallen ist und ich jetzt weitergebe. Okay, sehr gut. Dann machen wir doch jetzt einmal, dann gebe ich doch die Frage an Frau Bär. Denn was Herr Busch jetzt natürlich angesprochen hat, ist, darf der Minister nachts twittern? Ist dieses Verhalten normal? So wichtige Entscheidung, erst bei Markus Lanz darüber zu reden, dann um 2.34 Uhr ein Tweet. Und dann soll er auch noch im Gesundheitsausschuss gefehlt haben heute Morgen. Also es ist natürlich wirklich eine Serie, die überhaupt nicht funktioniert. Und er hat ja auch anscheinend ein imperatives Mandat. Dieses imperative Mandat wurde ihm mal von den Twitter-Nutzern gegeben, überhaupt Gesundheitsminister zu werden. Jetzt, wenn man mal die Reaktionen auf seine Entschuldigung auf Twitter angeschaut hat, da ist ein SPD-Bundestagsabgeordneter, der twittert dann, ja gut, wir hatten eine laute Fraktionssitzung, hat also was genutzt, wo man sagt, sag mal, geht's eigentlich noch? Dass jemand aus der eigenen Fraktion ihn dann auch noch so abschießt, öffentlich. Und als ich heute früh um 6 aufgestanden bin und gesehen habe, 2:37 Uhr, habe ich wirklich gedacht, das ist der Fake-Account. So, das ist ja wirklich schon gut, dass blaue Häkchen da sind, weil man wundert sich ja, ob es wirklich war. Und wenn man dann weiß, vorher noch in der Talkshow und dann, mein Ausschuss war direkt neben dem Gesundheitsausschuss, 1000 Kameras aufgebaut, warten auf den Bundesgesundheitsminister und du liest parallel von den Kollegen im Gesundheitsausschuss, dass er da nicht auftut, dann ist das wirklich auch ein Tritt in das Kontor von dem Parlamentarismus von allen Kolleginnen und Kollegen, weil so toll es für ihn ist, mit Markus Lanz zu diskutieren. Er hat einfach im Ausschuss mit den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag zu diskutieren und das geht gar nicht. Und ich finde, man braucht auch, Sie haben es gerade richtig gesagt, mal das Nachdenken. Man braucht aber auch mal als Politiker ab und zu seinen Schlaf. Und ich würde mir wünschen, wenn ein Bundesgesundheitsminister, der so wichtige Entscheidungen, wo es um die Gesundheit, wo es ums Leben der Menschen geht, dass der das nicht macht, indem er übernächtigt ist, übermüdet ist und dann irgendwann mal was raushaut. Das geht einfach nicht. Er hat ja mit diesem Lesen von Studien, hat er sich ja selbst auch irgendwie ins Gespräch gebracht, eigentlich als Gesundheitsminister. Dann heißt es immer, ja, der liest nachts ganz akribisch diese ganzen Studien. Ja, das macht er vielleicht auch. Er liest da irgendwie rein, aber dann liest er da irgendwas, schnappt da irgendwas auf, das jagt er dann raus. Ich erinnere mich dran, wie er irgendwie getwittert hatte vor einigen Monaten. Da war er noch nicht im Amt als Bundesgesundheitsminister. Ja, kann auch sein, dass irgendwie Corona über die Klospülung sich in den Mehrfamilienhäusern sich dann untereinander zwischen den Wohnungen verteilt. Solche Absurditäten, da liest er irgendwas, bläst
bläst das raus, denkt nicht drüber nach, dass dann Menschen da sehr verunsichert sind davon. Er täte gut daran, jetzt als Bundesminister, da stimme ich völlig zu, muss man sich anders verhalten, das geht so nicht mehr. Aber war das nicht ein spannender Prozess, Herr Steininger, die Frage an Sie. Ich fand den Prozess, wie Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, sehr spannend. Man kennt es ja aus den Parteien, bitte widersprechen, wenn ich jetzt Unrecht sage, wenn man zum Beispiel in einem kleinen Landesverband ist, ist es eigentlich schon mal eher unwahrscheinlich, die große Parteikarriere bis zum Minister zu machen. Oder? Wir hatten gleich mal drei Saarländer im Kabinett, das war auch... Ja, also, manchmal geht's, aber es geht nicht immer. Also es ist ja meistens schon auch Parteipolitik. Oder würden Sie mir da widersprechen, wer jetzt der Minister wird? Also so, wie man dasteht in der Partei. Und da fand ich, oder Sebastian, Herr Steininger, da fand ich den Weg von Herrn Lauterbach spannend als Ausnahmebeispiel. Die Partei wollte ihn eigentlich nicht. Also die Politik wollte ihn eigentlich nicht. Und er hat es über die Bürger, die ja übrigens Karl Lauterbach wollten. Es war also eigentlich, war es nicht sogar die demokratischste Ministerentscheidung? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Zum einen stimme ich Ihnen natürlich zu. Bei vielen, also wenn so eine Regierung gebildet wird, ist es bei vielen so, dass die dann auf einmal Halsweh bekommen, weil das Fenster offen war und man auf den Ruf hören möchte, der einen da ereilt. Bei manchen funktioniert es dann, bei manchen nicht. Am Schluss muss man sagen, Karl Lauterbach, den wollte eigentlich keiner in der SPD. Den wollte weder der Olaf Scholz, den wollte die Fraktionsführung nicht. Und wenn wir jetzt sehen, Doro Beer hat es gerade eben angesprochen, auch innerhalb von der Fraktion hat er kein gutes Standing. Und was hier passiert ist, ist, dass über im Grunde genommen die Twitter-Community so ein großer öffentlicher Druck aufgebaut worden ist, dass Lauterbach dann Minister werden sollte. Und ich erinnere mich noch, dass Kevin Kühnert dann gesagt hat, ihr wolltet ihn, ihr kriegt Nikolaus. Und sozusagen, sie wollten ihn dann und jetzt kriegen sie auch. Und was ich sehr spannend auf Twitter finde, wo ja auch sehr viele mit sehr radikalen Positionen unterwegs sind, die sind auf einmal ganz schön enttäuscht von diesem neuen Gesundheitsminister. Und das sagt halt auch viel. Und das hat ihn ja getrieben jetzt in der Nacht offensichtlich, dass die Leute ihm da Reaktionen geschickt haben, mit denen er nicht gerechnet hatte. Und dann klickt er davor ein, ohne offensichtlich groß nachzudenken. Auch ganz viele linke enttäuschte Feministinnen, für die er wirklich der totale Held auf Twitter war, wirklich über Monate. Es war so ihr Gott, den sie angebetet haben. Und dann hatten sie ihn. Und jetzt waren das wirklich total traurige Tweets, die größte Enttäuschung ihres Lebens, als ob es ihr Ehemann wäre. Also es war wirklich ein bisschen... Aber das war ja schon, bei der Abschaffung der Maskenpflicht ähnlich. Aber man muss schon sehen, also weder Olaf Scholz hilft ihm, also er könnte ja seine richtigen Kompetenz durchsetzen und ihm an der Stelle helfen, auch die FDP ein Stück weit zwingen, noch die SPD-Fraktion, die FDP will ihn auch nicht und jetzt auch noch nicht mal mehr die Twitter-Community, es wird einsam um Karl Lauterbach. Worauf müssen wir denn jetzt warten? Oder bitte, möchte Sie hier nicht unterbrechen. Na, überhaupt nicht, aber es ist spannend zu beobachten, anscheinend ist Karl Lauterbach der beste Mann der CDU in der Regierung, wenn man so zuhört. Also Sie können sich da gibt es noch ein paar Aber der beste Mann vielleicht. Wir kommen, glaube ich, noch auf die Verteidigungsministerin. Das wäre dann wahrscheinlich die beste Frau. Also das ist also eine die Prätorianergarde dieser Regierung ist beneidenswert. Also der arme Olaf Scholz als Kaiser, also er wäre vielfach ermordet worden im alten Rom. Aber die Geschichte ist in der Lauterbach, zeigt halt, dass man, wenn man sich nach Stimmungen auf Twitter richtet, wenn Twitter A sagt, muss man als normaler Politiker automatisch B machen, weil Twitter ist immer völlig entfernt von der normalen Volkesmeinung. Also das ist der beste Indikator, die linksgrüne Blase, Journalistenblase, Medienblase auf Twitter liegt generell immer falsch, verglichen mit den Mehrheitsverhältnissen bei der Bevölkerung, bei Wahlen. Das ist einfach reziprok in dem Ganzen. Aber wenn Sie so argumentieren, lassen Sie sich natürlich auch treiben von Twitter. Sie können auch nicht immer das Gegenteil machen. Das habe ich bei der AfD schon gesagt. Man kann nicht immer sagen, wir machen immer das Gegenteil von dem, was die AfD sagt oder so. Dann lässt man sich treiben von diesen Leuten. Man muss schon selbst überlegen und selbst eine Programmatik entwickeln und nicht nur irgendwie Hauptsache dagegen. Egal, ob jetzt gegen Twitter oder gegen die AfD zum Beispiel. Das ist mir dann auch zu einfach an der Stelle. Ja, aber das stimmt ja völlig. Aber das ist ja nur ein Indikator bei den Geschichten. Also das ist, wenn man bürgerlich Mitte rechts ist, dann teilt man natürlich keine rot-grünen Meinungen in vielen Dingen. Ne? Das ist ja eine Logik. Sonst wäre man ja bei den Grünen. Also Gott behüte. Also von dem her, ich fahre noch gern meinen Diesel und möchte auch noch meine Kinder gut ausgebildet haben und möchte meine Kultur weiterleben dürfen. Und Sie sind also nicht grün. Ich hoffe, ich werde vor dem Ganzen bewahrt. Also solange ich meinen gesunden Menschenverstand und Hausverstand noch, das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen, der Hausverstand ist ja abgeschafft, weil wir sind ja gegendert, wir sind ja politisch korrekt und wir dürfen ja heutzutage nicht mehr sagen, was vor 20 Jahren noch völlig normal war ohne dafür geprügelt zu werden. Natürlich kann man sagen, aber man hat natürlich massive Nachteile. Ich habe ein Beispiel zu nennen eigentlich? Also hier dürfen Sie alles sagen, das ist das Reich der Freiheit.
Also was danach auf Twitter passiert, das kann ich natürlich nicht abschätzen. Ja, das ist mir völlig egal. Ich vertrete nie die Twitter-Mehrheit, sondern immer meine persönliche Meinung. Ich sage zum Beispiel das klassische Beispiel Migration. Dass zum Beispiel, wir haben in Wien Bezirke mit über 90% Pflichtschulbereich nicht deutscher Muttersprache. Das hätte man vor 20 Jahren noch locker sagen können, das ist nicht gut, das dient nicht der Integration, das segregiert die deutschsprachigen Kinder. Das wird, aus dem kommt nichts Gutes. Wenn man das heute sagt, ist man Ausländerfeind. Dann ist man gegen Integration, dann ist man gegen Multikulti und man ist gegen diese neue, wunderbare Buntheit, die aber zu leider dann darin endet, dass in Wien 25% aller Jugendlichen in der Mindestsicherung sind, während gleichzeitig die Betriebe händeringend Arbeitskräfte suchen. Zu dem Thema, ich möchte jetzt nicht das Wort abschneiden, aber zum Thema Flüchtlinge kommen wir ja noch nach der Werbung gleich, aber noch kurz vor der Unterbrechung, Frau Bär, Herr Steininger, von Ihnen beiden ein kurzes Fazit. Wenn man jetzt als Bürger darauf warten sollte, dass Karl Lauterbach zurücktreten muss, wie viel muss denn noch passieren, dass es im Bereich des Möglichen liegt? Fangen Sie gerne an und dann folgen Sie, Frau Bär. Vielleicht ein Zitationsfehler in irgendeiner seiner Habilitationsschriften oder ähnliches, glaube ich allerdings nicht. Ich denke nicht, dass er zurücktreten wird in den nächsten Wochen, aber es ist schon ziemlich ernst, weil er nämlich die Bevölkerung verunsichert durch solche Aktionen. Und das liegt mir vor allen Dingen am Herzen, dass wir dafür eben nicht sorgen. Und mir wäre es tatsächlich wichtig, dass er häufiger im Gesundheitsausschuss als bei Markus Lanz ist. Ich glaube, das hat das Land verdient, so eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass er völlig überfordert ist, dass er das sich ganz anders vorgestellt hat. Und es ist eben was anderes auch mit, also er ist ja auch für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Er ist ja auch Chef von Riesenbehörden, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und wenn ich jetzt da Beamtin im Gesundheitsministerium wäre, würde ich mich auch ärgern, dass ich mir den ganzen Tag hier den Hintern aufreiße und arbeite. Und mein Chef, der turnt nur in Talkshows rum. Also deswegen bitte wieder nächste Sitzungswoche am Mittwoch, Gesundheitsausschuss Paul Löwehaus, da wird er dringender gebraucht. Den Appell geben wir hiermit an Karl Lauterbach weiter.